Na, was geht ab, alles klar, MBH? Willkommen zu Mirror's Edge Catalyst. Eine Aufnahmesession. Ich hoffe, diesmal verkacke ich nie wieder und lösche die Aufnahme. Wie die letzte mit dem Birdman. Was eigentlich die zweite Folge sein sollte. Wir haben jetzt aktuell nur Unruhestifterin. Trifft dich mit Nomad. Hier drüben haben wir ein Werbedisplay. Das werden wir uns gleich mal snacken. Wie gesagt, in der letzten Folge waren wir ja bei Elysium. Wir haben Gabriel Kruger gesehen. Beziehungsweise uns mit dem angelegt. Ich habe einen Job für dich. Noah ist gar nicht begeistert davon. Schnauze. Ich bin so froh, wenn die Alte weg ist. Also, echt mal jetzt. Jedes Mal, wenn du an der vorbeisteppst, labert die Stirn voll. Kriegst du anders Nasenbluten. Muss ich das jetzt verstehen? Weil es müsste ja normalerweise so aussehen, oder bin ich doof? Nee, dass wir das schon haben? Und das hier aber noch nicht. Wir gehen mal dorthin. Und mir bin ich gerade lost. Ach nein, da müssen wir wieder an der vorbei. Beim wieder derselbe Satz, den die gerade schon gebracht hat. Dass da das nie zu langweilig wird. Zwei elektronische Bauteile. Und Indukament fehlt noch. Ach, das war da dann die andere Seite, ne? Das ist da drüben. Ich glaube, hier kommen wir noch gar nicht durch. Ach doch, komm mal, okay. Nett. Danke, Nomad. Ich bin unterwegs. Ich wusste, das gefällt dir. Gehen wir da hoch? Nein. Hätte er klappen können. Wir haben ein Upgrade. Packen wir gleich wieder in die Bewegung. Ja, Hocke ist schon geil, ne? Schnelle Drehung ist aber besser. Gerade für die Werbedisplays und Co. Brauchen wir dann noch für die Achievements. Haben wir noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hin habe. Lol. Die Kabale unauffällig verhält und sich langsam einen Ruf aufbaut. Ich schätze mal, damit ist es jetzt vorbei, was? Ridley? Ja, damit. Davon haben wir noch eins. Sauber. Ich hätte eher gedacht, wir prallen ab. Was haben wir jetzt? Nee, das machen wir auf dem Rückweg. Wenn wir da längs kommen. Das nehmen wir mit. Ein Fragezeichen im Gesicht. Ja. Das ist nochmal ein Crit Leak. Einfach dieselbe, ne? Copy Paste. Was mit anderer Klamotte? Die Stangen haben schon vorne gesehen. Ja, okay, die gelben. Ich bin jetzt davon ausgegangen, die grauen müssen gelb sein.
Wenn wir schon mal hier oben sind, gibt es hier ein Dokument, eine Aufnahme oder irgendwas? Nenner. Gut, da können wir jetzt hier rüber steppen. Ne, das war das Falsche. So. Immer kleiner eine Werbetafel. Wie kommen wir denn jetzt am besten runter, ohne zu sterben? Nehmen wir den Weg. Alter. Kriegst du echt teilweise Nasenbluten, wenn die immer so spät reagiert. Wer da gelacht, wenn wir es nicht mitnehmen? Also ich hoffe, es wird heute nie allzu lange die Folge. Weil die letzte, die war ja 28, 29 Minuten lang. Wie gesagt, hab's dann noch nicht geschnitten. Das war halt eine geile Mission, ne? Muss schon mitnehmen. Jetzt müssen wir wieder hoch, ne? Steuerchip. Sicherheitschip. Das wird dann eine Weile dauern. Alles klar, ich bin in Position. Ich warte hier auf dich. Bin schon auf dem Weg. Faith, wo steckst du? Oh, hey Noah. Faith hilft mir hier gerade bei etwas. Schon wieder? Was ist es diesmal? Tut mir leid. Je weniger du weißt, desto besser. Aber es ist für eine gute Sache, versprochen. Verdammt, macht denn hier jeder, was er will? Faith, komm bei mir vorbei, wenn du fertig bist. Wir müssen uns unterhalten. Er redet wieder mit uns. Und ist aber auch gleichzeitig wieder angepisst, da oben war dann Cold League. Da ist auch noch eins. Aufnahme. Haben wir das? Nö. Jetzt. Ja? Hey. Da oben. Hi. Bist du das? Wie geht's dir? Wie es mir geht? Wo zum Teufel bist du? Bist du in Glass? Wie kommen wir am besten daran? Riesenchaos. Wirklich? Steuerbord? Black. Ganz kriminell. Können wir da hoch? Schwein gehabt. Können wir bloß auf die Seite hoch oder was? Wir fahren ganz oben runter. Vorstellen. Ach doch, okay. Gut zu wissen. So, hier wieder hoch. Irgendwo müssen wir runter. Perfekt. Unruhestifterin, mit Hilfe der Glitchwert, die dir Nomad geschickt hat, kommst du jetzt durch die Lüfter bei Station Zephyr. Ist doch diese Störung, was wir haben, oder? Hab gehört, du bist Gabriel Kruger begegnet.
Sowas in der Art. Okay, hör zu. Krugersack hat angekündigt, härter gegen die Runner vorzugehen. Ja, das Ding. Sie stellen überall in der Stadt diese riesigen Antennen auf. Man sollte ihnen einen Denkzettel verpassen. Ganz meine Meinung. Ich denke, Krugersack wäre nicht erfreut, wenn jemand diese Antennen zerstört. Und mit jemand meinst du wohl mich? Hey, ich würde es selbst machen. Aber du kannst einfach besser kämpfen, Faith. Na schön. Aber halt Noah aus der Sache raus, ja? Schon klar. Ich halte von hier aus Ausschau. Okay, da gehen wir ein paar Krugersack vermöbeln. Wie er sich einfach abgewendet hat. Ach, wir hätten sliden können. Okay, gut. Egal. Alter. Ich wollte sagen, hier war da noch einer. Wird scharf geschossen. So hätten wir fighten müssen im Elysium. Also wenn ich das jetzt einfach ausreiße. Perfekt. Es hat funktioniert. Das Ding schaltet sich ab. Cool. Der Punkt geht an die Kunden. Und K-Fax schickt Verstärkung. Du solltest zusehen, dass du von da verschwindest. Und zwar schnell. Ausgerissen wurde das jetzt eigentlich nicht. Oh, Servus. Rudi. Und was ist denn mit der Butze hier? Wir haben doch hier eine Bude. Schon? Manche sind dann schon automatisch, ne? Da geht's wieder runter. Irgendwo war hier noch was zum Sammeln. Gehen da oben längs, oder? Oder so unten besser? Gehen wir mal oben. Red League. Hey, was ist los, Zecke? Hast du dich verlaufen? Können wir dir vielleicht helfen? Lassen Sie mich gehen! Wo denn? Ich hab hier möglich. Ja, wahrscheinlich erstmal voll aufs Maul geflogen. Ich wollte eigentlich von oben den treten. Problem. Das war eigentlich schon peinlich. Kommst an, fliegst erstmal auf die Presse. Weißt du Bescheid? Neues Upgrade. Ist dann bloß noch da drüber und dann ist erstmal Feierabend. Jetzt sind wir circa bei 16 Minuten, 17 Minuten. Je nachdem, wie weit es noch entfernt ist. By the way, wir können ja erstmal. Ja. Bewegung. Hocke, kaufen. Die Hocke werde ich wahrscheinlich auf C widerlegen. Ich weiß nicht, ich habe eine Phase, dort kann ich mit STRG besser in der Hocke gehen. Und dann habe ich wieder eine Phase, da geht es mit C besser. Das ist immer ganz schlimm.
ist ein Crit League. Holy moly. Nein, das wird eigentlich nicht. Auf der Seite kommen wir raus, okay. Sicherheit. Hier vorne nicht noch was? Ich wette, er hat richtig gut gezahlt. Oder wollen wir kleiner mit dem quatschen? Da muss weg. Ah, komm, wir quatschen kleiner schnell noch mit dem damals. Na, wo ist er denn? Wunderkind. Okay, ich dachte, es fängt gleich so an. Dann lassen wir das. Das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne bei meinen Social Medias vorbei. Insta, Twitter, TikTok, Twitch. Ja, mal gucken, wann wir den Short hochladen. Vielleicht ist er auch schon hochgeladen. Mit dem 10 FPS Videoproblem. Bei uns hat er V-Sync geholfen, V-Sync rauszunehmen. Bei dem haben wir eigentlich keine Probleme mehr. Und ja, wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen. Würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.